Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Europa Universalis 4. Ganz viele Nationen möchten uns heiraten und wir haben jetzt eine gute, schöne, knackige Friedenszeit hinter uns, hatten zwei kleine Kriege hier im Eck, um Nationen hinzuzufügen, aber das ist wirklich nicht der Rede wert. Und wir haben mit einem Großteil der Nationen tatsächlich Waffenstillstand oder Waffenruhe. Und warum? Weil die Koalition angegriffen hat und wir den ewigen Landfrieden zurückgesetzt haben. Daraufhin, ja, sind die verschiedenen Nationen im Reich alle durchgedreht und haben sich alle gegenseitig angegriffen. Hier so dieses unstrukturierte Angreifen in Frankreich, hier unten Bulgarien, Byzantinisches Reich. Also, ja, jetzt haben sie die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und sich mal gegenseitig angegriffen. Aber bei 50 Reichsautorität ist das wieder vorbei und wir haben 49,57, also ist das der monatliche, oh, dann ist es diesen Monat sogar noch rum, was sehr geil ist. Wir machen Spionagenetzwerke und gehen voran. Ich würde eigentlich gerne hier Großbritannien angreifen, aber die sind, glaube ich, ein bisschen zu stark, denn ihr großer Bonus ist, dass sie eben eine Insel sind. Und dadurch werden sie von unseren vielen Vasallen, die wir haben, nicht angegriffen. Aber wir brauchen eine stärkere Armee, um da agieren zu können. Hier unten, da wir eine harte Politik, Kolonialpolitik, Moment, ich check mal ab. Hier eine Eingeborenenpolitik heißt das, alles klar. Wir haben halt die harte Eingeborenenpolitik genommen, dadurch wachsen die Kolonien stärker, plus 20%. Aber deswegen gibt es auch öfter Aufstände, deswegen sind 16.000 Truppen in Sierra Leone und werden dort die ganze Zeit über stationiert sein müssen. Dann würde ich gerade mal die Zeit weiterlaufen lassen. Ich check mal ab, vielleicht noch irgendwo ein Spionagenetzwerk oder sowas. Vielleicht. Naja, ich weiß gar nicht, wo momentan. Moment, ich lasse erstmal den Monat vergehen und hau den ewigen Landfrieden rein und gönn uns Rekrutenreserve. Ich wollte uns Rekrutenreserve gönnen. Wo ist die jetzt wieder hin? Jetzt ist sie wieder irgendwo verpulvert. Also die ganzen Staatsehen machen wir natürlich nicht. Das ist viel zu viel. 7 könnten wir eingehen, aber wir brauchen keine einzige tatsächlich. Ja, bekehren werde ich jetzt auch nichts, da wir geldmäßig nicht mehr so on top sind. Estland will irgendwas von uns haben. Die 50 Punkte sind drin und der ewige Landfrieden mit der wunderschönen Taube auf diesem kleinen Bildchen ist wieder da. Verbietet reichsinterne Kriege, ewiger Landfrieden, zwingt die Mitgliedstaaten zur Lösung ihrer Zwiestreitigkeiten vor Gericht und nicht auf dem Schlachtfeld. Déjà-vu. Genau, einmal hier in Anspruch bei 25, da warten wir jetzt auch den Monat und hauen einen gegen das Mamelukenreich rein. Jetzt hauen die sich auch alle nicht mehr platt untereinander, was sehr wichtig ist. Haben wir hier was Schönes? Effizienzbelagerung plus 10%, militär gespalten, nehmen wir das. So, was ist das hier? Der Anspruch auf das hier ist weg, aber ich hätte den Anspruch gerne wieder drin. Und schon habe ich mit dem Diplomaten ja einen guten Ort, wo er agieren kann. Ganz weit weg von, ja, ursprünglichen Kern Österreich, aber ganz nah an österreichisch Kaukasus. Kann er ein paar Ansprüche da fingieren. So, Mamelukenreich, Anspruch fingieren. Ich würde sagen, wir belagern das Mamelukenreich hier runter, quasi, um hier unten vielleicht in Jemen und Hormus und was da auch ist, ja, bisschen Fuß fassen zu können. Also, was ist das? Quazania. Oh, können wir nicht aussuchen? Ist das schon? Oh, das ist schon ausgesucht. Sehr schön. Dann nehmen wir, können wir Bagdad nehmen. Bagdad geht auch nicht. Hier, Tikrit. Alles klar. Dann ist es eben Tikrit. Und wie sieht es aus bei Gazikumuk? Da haben wir auch einfach einen Anspruch drin. Die können wir uns irgendwann mal einfach schnappen. Und dann ist ein weiterer Staat, eine weitere Nation von der Landkarte verschwunden. Bulgarien ist jetzt groß und stark, der Rest ist klein. Hier haben wir gewonnen, sehr gut. Seht ihr, wie schnell das Jahr zu Streitigkeiten hier unten gekommen ist? Habe ich gar nicht mitbekommen. Titelverkauf. Admin Power oder Dukaten? Das ist hier die Frage.
und ich bin zwiegespalten. Mit der Admin Power könnten wir die Inflation runtersetzen und dadurch Dukaten kriegen. Das ist eine Möglichkeit. Ansonsten, was können wir noch machen? Hier die administrative Technologie, alles klar. Plus 25%. Oder die religiösen Ideen. Ja, ich nehme die Admin Power. Wobei 500 Dukaten viele Dukaten sind, das ist natürlich auch eine Überlegung wert. Das sind wirklich sehr viele Dukaten. Ne, ich nehme trotzdem die Admin Power. Die Admin Power, ready ist es. Passt, vielleicht wollen wir ja noch irgendwas coren oder so, wer weiß. Dann passt das. So, oh, nochmal Admin Power oder Prestige. Und dann nehme ich noch mehr Admin Power. Prestige haben wir ja genug mit 96. Jetzt haben wir einfach mal 100 Admin Power bekommen. So aus dem Nichts per Fingerschnippen. Ist ja auch geil. Also ich werde da nicht mich drüber beschweren, sondern ich freue mich drüber. So, die 8000 auch. Und wenn wir hier genug Leute haben, dann ist England mal dran. Oder Großbritannien. Wie auch immer. Ist ja nicht so wichtig. Ob England oder Großbritannien. Genau, dann lassen wir einmal die Zeit weiterlaufen. Checken wir einmal noch ab, was hier so überall abgeht. Es geht eigentlich ganz gut ab. Wie sieht's aus? Moment, die Kriegsmüdigkeit müsste weiter sinken. Ganz chillig. Gibt's Stress? Polotsche Nationalisten, die hier. Ja, es gibt Stress. Wäre auch merkwürdig, wenn es keinen Stress gäbe. 27.000, das reicht leider nicht. Die muss irgendjemand weghauen. Können wir Moskau den Krieg erklären? 95 in 2 Jahren. Dann ist Moskau wahrscheinlich der nächste Kriegspartner und wir bauen hier unsere Truppe auf und Moskau soll von allen anderen erledigt werden. Was anderes sehe ich tatsächlich nicht. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir jetzt hier so schön weiter in der Friedensphase weiter herumfriedieren. Aber es ist so. Und das ist auch in Ordnung so. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Es kann ja nicht immer richtig abgehen. So, Bulgarien. Unrechtmäßiges Land zurückfordern. Gar nichts. Gut. Dann gibt halt nichts zurück. Ich habe keine Lust, Bulgarien anzugreifen. Richtig unnötig. Um da irgendwas zu bewegen, außer sie sind vielleicht mit Moskau verbündet. Das ist vielleicht was wert. Aber es geht ja jetzt auch gar nicht mehr. Es macht ja überhaupt keinen Sinn mehr mit Bulgarien, weil sie unter dem ewigen Landfrieden sind, so wie der ganze Rest. Und deswegen, ja, es klappt nicht mehr. Ich sag's mal so. Okay, die müsste jemand mal langsam weghauen. Ich habe mir schon gedacht, warum kommt da nichts? Ah, wir haben hier wieder was gekort. Sehr schön. Kastilien, haben wir da auch genügend Spionagenetzwerke? Ich glaube, bei Kastilien können wir nicht genug haben. Und Kastilien wird die Allianz zu Portugal auflösen. Und Portugal wird die Allianz zu Kastilien nicht auflösen. Und wir verlieren kein Prestige. Alles klar. Dann haben sie keine Freunde mehr. Naja, ich glaube, es ist sogar gut, dass sie mit Portugal befreundet sind, oder? Oder wobei auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich löse die Allianz auf jeden Fall nicht auf. Also wir schaffen schon beide Länder. So, was haben wir hier? Hier. Die guten Jungs haben sich vergrößert. Was ich... Moment, geh mal zur Seite. Cool finde. Können sie ruhig machen. Sehr gut eigentlich. Die können wir dann dem Reich hinzufügen. Sind die hier schon Teil vom Reich? Ich weiß es gar nicht. Moment. Kann ich die Reichsnation irgendwie alphabetisch ordnen? Nein, ich muss bei den Untertanen schauen. Moment. Untertan? Ne, Untertan auch nicht. Es sind ja nicht alle, die im Reich sind, unsere Untertanen. Wie mache ich das denn jetzt? Ah, genau. Ich kann schauen, ob ich denen den Krieg erklären kann. Und jetzt, nein, das geht nicht. Wegen ewigem Landfrieden, das heißt, die sind schon im Heiligen Römischen Reich, das passt.
Dann kann ich die noch hinzufügen, Frankreich noch hinzufügen, dann die Bretagne, dann ist hier die ganze Ecke ready. Ja, hier hinten gibt's irgendwie Stress. Amerika wurde entdeckt, auch ganz geil. Kann ich nichts dagegen sagen, vielleicht hau ich mal noch was rein, Moment. Sind die besiegt? Ich wollte gerade schauen, Moment, eine neue Idee. Und die hau ich rein, permanenter Kriegsgrund gegen andere Religionsgruppen und Kostenkulturänderungen, Klerus-Loyalitätsgleichgewicht. Auf jeden Fall, dann sind die religiösen Ideen finished. Anti-Ketzerei-Gesetze. Unam Sanctam. Fallt in den Schlachtruf der Kreuzzüge ein und vernichtet die Ungläubigen. Gott will es. Permanenter Kriegsgrund. Andere Religionsgruppen. Mein Kaiser. Wir haben neue Richtlinien freigeschaltet. Anti-Ketzerei-Gesetz. Also, wo ist denn das hier? Mit den Richtlinien. Hier? Und da ist das Anti-Ketzerei-Gesetz. Missionarstärke plus 3%, religiöse Einheit plus 20%. Gut, aber ich mach's jetzt erstmal nicht. Ich will jetzt kein Geld aufwenden für die Religion. Und ich hoffe... Oh yes, das hört sich ganz gut an. Aber Überlegenheit demonstrieren passt mir gar nicht so sehr. Ich will eigentlich eher was erobern und nicht Überlegenheit demonstrieren. Aber vielleicht... gibt es über diese Überlegenheit, es gibt ja Überlegenheit demonstrieren, wenn man beleidigt wird oder wenn es, wenn Häfen blockiert werden oder Embargos oder sowas, da gibt es Überlegenheit demonstrieren. Aber wenn es bei der Heiligen Krieg Überlegenheitsdemonstration hier, kann das glaube ich schon sein, dass wir uns Provinzen schnappen können. Das bedeutet, die ganzen Ansprüche, die wir machen, müssen wir nicht machen. Kostenlose Richtlinie administrativ, die haue ich jetzt nicht rein, weil wir die noch nicht brauchen, weil... Ja, warum? Weil ich jetzt nicht missioniere, deswegen brauche ich keine plus 3 Missionars-Prozentpunkte, damit es schneller geht. So, können wir hier was beanspruchen? Ja. Und ich hau sofort rein. So, 8000 Truppen, Cornwall, genau. Und da hat niemand angegriffen. Zypern, ja, dann hauen wir mal Zypern rein. Zypern, Spionagenetzwerk, bitteschön. Neue Technologie militärisch, warten wir mal noch. Ein Jahr ab, ich meine, wir können noch ein bisschen militärische Macht bunkern, dann kriegen wir stärkere Kanonen, mehr Artillerie, Fernkampf, nochmal Kanonen, Gefechtsbreite, ich glaube, das ist auch für Kanonen. Nochmal Artillerie-Nahkampf und ein Übungsplatz. Rekrutenreserve lokal plus 100%. Und dieser Übungsplatz macht eigentlich auch Sinn mit der Rekrutenreserve. Wir brauchen quasi mehr Rekrutenreserve. Jetzt haben wir erstmal 10.000. Ich werde sie jetzt alle hier reinklatschen in Großbritannien. Ich will Großbritannien erobern und brauche dafür ordentlich Truppen. Wie ordentlich, weiß ich noch nicht, aber ordentlich genug. Moment, mit G ist das hier. Die haben 67.000. Also brauchen wir mehr als 87.000 oder sowas, dass wir hier locker durchmarschieren können. Ich habe da keine Lust auf Stress oder sowas. So, da können wir noch was durchhauen. Wir können auch ein goldenes Zeitalter durchdrücken. Nur einmal während des Spiels, aber jetzt bringt das... Ich mache das jetzt noch nicht... Ich mache das goldene Zeitalter, wenn wir hier unten gegen das Mamelukenreich und sowas Krieg führen, aber nicht jetzt. So, Disziplin Söldner plus 5%. Alles klar. Dann schauen wir mal hier, ein Anspruch auf die eine Provinz, die überhaupt nur möglich ist. Das ist auch gut. Okay, okay. Noch mehr, okay. Ja, ein bisschen Stress. Wir können Moskau gleich den Krieg erklären, darauf warte ich. Unruhe lokal minus 2. Dafür ändert sich Rothenburgs Meinung minus auf minus 50, was völlig Wurst ist. Also von dem her perfekt. So, hier gibt es immer wieder neue kleine süße Gefechte. Und wir sind hier auch am Tun und Machen. Sierra Leone, Kultur, Diolanisch, alles klar. Oder, ja doch, Diolanisch. Bevölkerung, 238 Siedler. Moment, wir können der Provence den Krieg erklären und nicht mehr dem Johanniterorden, aber der Provence bringt das nichts. Eine neue Idee.
Kolonialreichweite plus 50% hau ich rein. Ich glaube, es macht Sinn. Ja, es macht wirklich Sinn. Jetzt können wir uns dann dort Kolonien schnappen oder sowas. Also Sinn macht's auf jeden Fall. Und hier gegen Mali. Das Mamelukenreich hilft. Ja, ich muss schauen, wie ich was mache. Auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Dann. Okay. Okay, und Häfen blockieren hier Kriegsgründe, ja. Ist jetzt nicht so das Große. Die vier können mal mit rüber, dann haben wir da mal vier mehr. Obwohl, Moment. Die vier können hier runter, dann haben wir hier unten vier mehr. In Kreta haben wir auch nichts. Alles klar, hier gibt es jetzt ein kleines Gefechtchen. Da werden unsere Aachener Truppen leider aufgemischt. Und Unruhe global bis 1999, die 5 Jahre. Können wir das verkraften? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Wobei wir Prestige auch verkraften, können wir, ja, erklären Moskau den Krieg und dann passt das auch. Naja. Ich nehme die Unruhe. Und die schaffen es höchstwahrscheinlich nicht. Wobei, die sind gut. Die sind richtig stark. Das war ja fast nichts. Das war so eine klitzekleine Armee. Naja, fast hätten sie es geschafft. Egal. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Okay. Alles klar. Wir können 18.000 neue Truppen bauen. Ich glaube, das mache ich auch. Mamelukenreich Anspruch, nein. 18.000 Truppen. Wie viele haben wir hier? 11.000 Kanonen haben wir hier. Alles klar. Ich möchte die Truppe eigentlich stärken. Ich möchte so eine 50.000er Truppe haben. Zwei 50.000er Truppen wären so richtig cool. Also hau ich mal rein. So, einmal, dann die Pferde. Zweimal. Und jetzt check ich mal ab, wie viel? 11.000. Ja, eine Kanone noch. Ah ja, genau. Und dann, ich kann ja eigentlich noch mehr bauen. Dann baue ich mal noch mehr hin, logischerweise. Und dann checken wir das gleich mal ab. Dann wird jetzt eine kleine Truppe erstellt, eine kleine Armee. Dafür ist die Friedenszeit auch gut, die ich gerne beenden würde. 8 Kardinäle, es wird gespeichert. Ich will eben Moskau in den Krieg erklären. Moment. August 95, wir haben Januar. Und dann haben unsere Truppen, die sich jetzt ein bisschen erholt haben, auch wieder was zu tun. Da ist das Leben nicht so langweilig und trist und wir bauen hier alles ganz gemütlich auf. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ich sehe schon. Es wird teurer. Wir verdienen nicht mehr so viel Geld. Hervorragend. 50 Admin Power. Also mit der Admin Power läuft es gerade sehr gut. Hier haben wir nur noch plus 5%. Lassen wir das Jahr vergehen und dann haben wir noch die militärische Technologie rein. April. Hier endlich. Böhmen hat sich für das Richtige entschieden. Das ist ebenso, wenn es lange keinen Krieg gibt, dann denken sich die Vasallen auch, naja. Wofür habe ich so viel Truppen? Es gibt ewigen Landfrieden. Böhmen kann niemanden um sich herum den Krieg erklären und dann ist ja auch irgendwie doof. Also von dem her passt das. So, hier Anspruch gegen Zypern. Bitte gegen Zypern. Die werden von Mamelukenreich, wird die Garantie garantiert. Anspruch gegen die Jungs. Und Anspruch gegen das Mamelukenreich noch nicht. Haben wir gegen Moskau genug Ansprüche eigentlich? Oh, das sieht nicht gut aus. Wir haben den Ketzerei Überlegenheit demonstrieren. Kriegsgrund. Kriegsziel ist, Überlegenheit zu zeigen. Ihr erhaltet einen Bonus auf den Kriegsstand durch Siege in Schlachten. Ein Kriegsstand von über 10% bei Kämpfen führt zu einem aktuellen Kriegsstand. Alles klar. Auf jeden Fall hau ich da mal jetzt einen noch rein. Ich weiß nicht, wie schnell der ist. 141, nicht so schnell.
Jetzt wollte ich Moskau den Krieg erklären, hab keinen Anspruch. Vielleicht hilft uns ja Unam Sanctam, was wir durchgesetzt haben. Weil es orthodox ist. Vielleicht hilft uns ja das. Wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn es helfen würde. Ja, und jetzt können wir schon Moskau den Krieg erklären. Das wird natürlich jetzt... Dann machen wir mal ein Auslöschung der Ketzerei, Überlegenheit demonstrieren. Krieg? Und dann warten wir mal ein bisschen ab und ich will mal schauen, was ich da wie Friedensangebote reinflattern lassen kann, wenn es denn gut läuft. Okay, wir können sie nicht auswählen, weil Österreich sie nicht zur Kernprovinz machen kann. Aber wir können uns Provinz schnappen. Provinzen können wir uns schnappen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Die blaue Horde könnten wir freilassen. Das wäre doch was. Eine freie blaue Horde grenzt an Reissan. Könnten wir wahrscheinlich dem Reich hinzufügen. Also bei der Krim geht's nicht, aber wahrscheinlich. Wir können auch der Krim den Krieg erklären. Moskau hilft nicht mit, weil wir mit Moskau schon im Krieg sind. Moment. Wir holen aus Moskau die blaue Horde raus, erklären dann der Krim den Krieg und sind nochmal mit Moskau im Krieg. Ergibt das Sinn? Ich glaube ja. Es ergibt Sinn. So, unsere Trüppchen können sich mal hier zusammenschließen. Sobald sie nicht mehr richtig stehen können, weil es das Versorgungslimit ist jetzt schon erreicht, mache ich daraus zwei Truppen. Dass da eben mit dem Versorgungslimit keine Probleme kommen. Und wir kriegen gut Rekrutenreserve rein. Da bin ich richtig froh drüber. So, 10% Kriegsstand mit Moskau und ich habe nicht mal hingeschaut. Kein Plan, was sie gemacht haben. Aber das ging schnell, wahrscheinlich irgendwas mit Polotsk, mit denen wir separat Frieden machen können und werden aus monetären Gründen, also einfach nur aus Cash-Gründen, dass das alles gut passt. So, wir können nochmal 8000 raushauen. Ich will endlich eine Truppe haben, Moment. Ja, zwei Pferde. Und der Rest Infanterie. Dass wir hier ordentlich was haben, dass wir England eben eins auswischen können. Das ist mir ganz wichtig. Oder Großbritannien eben. England, Großbritannien. Ist mir jetzt gar nicht so wichtig, wie wir sie nennen. Aber fände ich eigentlich ganz geil. So, Polotsk wird gut belagert. Und da ist auch Polotsk und Moskau und die belagern uns. Aber wenn Polotsk fällt, dann war es das. Oh, noch ein Jahr ist rum. Dann war es das mit Polotsk. Dann ist das schon mal ready. So, Technologie. Die militärische Technologie. Ja, die hauen wir rein. Dadurch werden unsere Kanoten geiler. Ja, 32 Pfünder und Übungsplätze sind verfügbar. Jetzt unser Geld schmilzt dahin. Deswegen übungsplatzmäßig, naja. Aber, wir haben noch so einen teuren Berater drin. Sehr gut. Also nicht so geil. Aber, das bedeutet, wir kriegen schnell die Punkte rein. Ich werde den Berater hier in Ehren halten. Oh, bitte, der überlebt lange. Wirklich. Und hier hau ich tatsächlich keinen rein, weil ich ein bisschen Geld sparen möchte. Die Armeen werden vergrößert. Der Kriegsstand ist super. Im Mamelukenreich ein Ansprüchchen gegen... Ja... Irgendwas eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Moskau wird gut angegriffen. Wir können uns jetzt noch einen Stabi-Punkt reinholen. Also brauchen wir nicht, weil wir haben Stabilitätspunkte nicht weniger als 3, also 3 quasi. Einen vierten können wir nicht reinhauen, dass es so richtig stabil ist, weil das eben schon das Maximum ist. So, die können da hoch, das sieht so gut aus. Militärzugang ablehnen. Ich möchte nicht, dass die Gatsikumuk angreifen, da können sie sich das knicken. Überlegene Einheitentypen, den 32 Fünder, unsere Kanonen sind stärker, cooler, besser als je zuvor. Und wie schaut's hier aus? Anstieg auf plus 55 pro Jahr.
Chance 7,6%. Und wir verlieren einen Stabi-Punkt. Unsere Adligen sind besorgt, bla bla. Und wir hauen den Stabi-Punkt sofort wieder rein. Das ist natürlich richtig praktisch. Ich glaube, ja, mit diesem Krieg, mit dieser Truppenaufbereitung, mit dem ewigen Landfrieden auch noch. Und was haben wir noch gemacht? Mit ein paar Ansprüchen. Hier, die Jungs wurden weggehauen in österreichisch Routinieren. Und mit den religiösen Ideen, die wir durchgedrückt haben bis ganz zum Schluss, bedanke ich mich ja recht herzlich fürs Zuschauen. Dankeschön, macht's gut und bis zur nächsten Folge EU4. Macht's gut und ciao.